Leute, bin gespannt. Ich habe irgendwelche Leute eingeladen aus dem Chat. Ich habe nichts gecheckt. Gar nichts. Ich habe einen invited. Und ich muss aber die Gruppen bauen. Also. Off-Tank, das passt. Das müsste passen. Das müsste passen. Und der Shambulanze bleibt da hinten. Obwohl, ich würde eher einen Priester rausschmeißen. Aber der hat einen Druiden. Eigentlich müsste ich eher hier einen Priester vielleicht rauswerfen. Okay, wir haben einen Druiden. Sehr gut. Bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt, Leute. Ich habe irgendwie, ich habe jeden eingeladen. Ich habe nichts gecheckt, gar nichts. Ne? Es ist eine komplette Random-Gruppe. Ich habe gesagt, nehmt World Buffs mit, wenn ihr wollt. Nehmt ein paar Basic-Consumables mit. Habt ihr Tumen, wisst, was zu tun ist. Das Schlimme ist, ich weiß nicht mal selber, was zu tun ist. Ich war hier nicht drin, seit dieser Change kam. Das ist ja ein neues Onyxia, richtig? Und es kommen wohl irgendwie Mobs angelaufen. Und man hat Conflagrate und kann sich gegenseitig hochspringen. Also... Ich habe die Gruppen auch nicht richtig gebaut, ich habe einfach Gruppen reingeschmissen. Das wird schon. Oh oh, ich glaube, meine FPS-Drops sind zurück, Leute. Oh no. Das ist kein Loot. Ich habe die Schwelle gemacht auf selten, das passt. Ne? Also Greens, BOEs und den Kopf habe ich mir reserviert. Also hoffentlich... Kill all. Wollen den noch töten? Wir müssen ihn wohl mit töten. Inwiefern reserviert? Ich bekomme das. Ist hundertprozentig meins. Leider natürlich jetzt big, dass der Etienne in Raid läuft. Aber auch mein Fehler. Bei Raid Leader, genau. Also wenn du ein Raid aufmachst, du hast ja relativ, also du hast ja ein bisschen Arbeit. Und normalerweise ist es so, du lockst dir dann vielleicht ein Item für den Aufbau der Gruppe. Ne? Und meistens sind es so Dinge wie Onyxia Korb. Ja, das ist ein ganz bekanntes Item, das immer droppt. Oder, keine Ahnung. Warte mal, so. Base 2. Gulk, left. Groups right. Group 1, Group 2, right. Left. Wir brauchen Healer, ne? Wir müssen immer. Das passt schon. Wir brauchen noch einen Shaman. Wird schon passen. Na, nicht so krass. Also damals war es. Damals war es halt das Ding, damals sind Bindings oder so. Also der eine meint, der ist kurz an der Tür. Der Clips. Mal sehen. Mach mal einen Pulthammer. 10 Sekunden Pulthammer. Ich hoffe, die wissen, was abgeht. Ich war lange nicht mehr hier. Ich war lange nicht mehr da. Der rennt immer durch und tankt hinten an der Wand. Das ist ja normalerweise der Play, richtig? Jo, da kommt der Drachen runter. Muss man die Drachen erst töten? Ich habe keinen Plan. Müssen wir den Drachen killen? Den kannst du halt mit wegkleven. Das passt. Whelps, left side. So many whelps. More Dots. More Dots. Das Addon geht nicht mehr, ne? Mein DBM. Der Günther, der outdeal best mich hier. Die Maschine. Mehr Damage statt mehr Dots. Nee, es gibt so ein ganz altes Onyxia-Meme. So ein ganz alter Raid. Wenn man kommt, da sagt er, more Dots, nicht more Dots. Weil der Onyxia hochfliegt und in der oberen Phase wird es den ja weghauen.
Leute, wieso habe ich 30 FPS bei Onyxia? Also das ist halt... Das ist halt schon ein Unding, ne? Und jetzt hat das. More Dots. More Dots. Okay, ich bin auf jeden Fall auf der Seite rechts. Splitten. Da kommen die Werte, die müssen jetzt getankt werden. Markier die mal. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt weggebraten werden von Uni. Und anscheinend gibt es auch so ein Conflagrate, wo wir aufpassen müssen oder sowas. Das weiß er noch. Ich wurde, glaube ich, weggebraten. Aber nicht geone-shottet. Komm, Feuerball auf den Tank. Ich habe Recklessness geused, ne? Das war ziemlich dumm. Da sind die Conflagrate-Dinger. Die müssen wir immer schön... Da müssen die Leute weg. Und da muss dagegen geheilt werden. Ja, das muss alles geheilt werden. Wir haben halt relativ wenig... Da muss ich weg. Relativ wenig Range-DPS, ne? Jetzt habe ich die Conflagrate. Gut gespreadet. Keiner geht an mich ran. Perfekt. Da ist ein Mob wiedergekommen. Wann kommt der wieder runter? 30% oder so ein Mist, ne? Jo, mein Bergsilberweißling-Bot verkauft. Die haben bei der echt nichts geändert bis jetzt, doch. Es kommt Drachenerz rein, es kommt immer hier Erz gespawnt. Und die Feuerbälle machen Conflagrate auf dich drauf. Sind schon drei Änderungen. Und am Anfang hast du einen Drachen mit dabei, den du spielen musst. Früher waren nur die Welpen. Diese Ads hier kamen nicht. Und der Drache stand am Anfang auch nicht dabei. As far as I know. Also die sind auf jeden Fall nicht komisch gespawnt, oder? Oder bin ich dumm? Oder wir haben die Ads nie gehabt. Kann auch sein. Okay, wir sind auf 44. Kann ich den nochmal hauen von unten? Man kann nur nichts an mich hauen mit Fähigkeiten, wenn man Melee ist. Unter dem steht. Also wir hatten irgendwie nie Ads, glaube ich. Hört sich, haben wir. Jetzt geht's, oder? Kommt sie runter? Tremor Totem haben hoffentlich alle gestellt. Shaman, du musst reintauen. Shaman! Shaman! Where's the taunt, Shaman? Da ist der taunt. Und jetzt erstmal auf die Erz. Jetzt töten. Wir haben so viele Tremor-Totems, ne? So, so viele. Haben wir noch Healer? Ja, ne? Ja, Tremor ist manchmal RIP, bestimmt. Jetzt. Können wir jetzt so nichts da downbursten? Ja, ne? Weil da kann ich ja mit ranstellen, dann können wir das wegkriegen. Wie gesagt, hier hat keiner World Buffs, hier haben alle einfach nur Basic Konsums, wenn sie wollen. Ich meine, packt rein, was ihr wollt. Ist das hier 3, gibt's bei Onyxia nicht. Onyxia ist einfach ein... Loot-Boss.
Keep focusing ads müssen. Können wir nicht Onyxia töten? Kann man Onyxia nicht töten, wenn Ads da sind? Oder wie sollen wir Ads fokussen? Das sehe ich es falsch. Weil das schreibt der Hand halt rein. Ich weiß ja nicht, was abgeht. Nachdem sendet. Ich hätte es jetzt schon gesendet. Vielleicht sind dann zu viele Ads da oder sowas. Könnte sein. Was geben wir dem Hunter? Das sind Hunter. Okay, only first try mit Randoms. War... No problem. No problem. GG, Reds, People. Ein Po... Ich hoffe, Gargoyle geht. Oh, Deathbringer ist drin. Holy moly. Und der Dolch ist drin. Weil wir haben Deathbringer drin. Und Nixas Kopf habe ich mir gesurft. Wieso geht mein Gargoyle nicht? Das ist natürlich jetzt dumm. I post Glut. Warum geht mein Gargoyle nicht? Das ist halt RIP. Dann müssen wir das so machen. So. Deathbringer. I post loot in raid. You roll slash roll. Main spec. Roll. Roll 99 gleich auf spec. Deathbringer. Deathbringer. 99 Offspec. Ohne 80 vom Krieger, das tut halt weh, ne? Das tut weh. Die armen Shamans, ey. Die armen Shamans. Sehe ich richtig, ne? Duncan. Sehe ich richtig, Duncan. So. Armschien. Leg ist ja eine 99 gewürfelt, das ist Offspec. Nicht Mainspec. 99 ist Offspec. Zweimal eine 100. Gorlak plus Glück again. Okay, Gorlak. Gezerrt. Zack. Dann haben wir drinnen den Helm. Ja, tut mir leid für den Shaman, aber hat auch für den Offspec gewürfelt. Das tut sehr weh. Bananen. Oh, da, ganz knapp. 92, 93. War ein Versehen, ja, das ist halt. Tut mir sehr leid, aber das ist so. Das kann man nicht rückgängig machen. So. Das ist hier Bananen, richtig? Bananen. Ich finde sehr weh, dass mein Gargoyle nicht geht. Dann haben wir Parat. Was auch immer das sein mag, für wen. Das ist. Keine Ahnung. Das ist einfach ein Tank durch, ne? Warlock-Tank? Ich gebe es dem Tank, der hat sehr gut gespielt. Ich hätte es auch nicht im Rogue gegeben. Da ist Death Rating drauf. Dann waren die BOEs. Achso, das Ding hier. Die Sehne. Good luck, liebe Hunter. Wie viel haben wir denn dabei? Drei Stück, ne? Drei. Zwei.
Wie heißt der? Zodiacs. 43 Zodiacs. Zack. Dann haben wir die Bags. Winner gets 2x. First 2 highest rolls get bag. Bin mal so nett. Ja. Ich habe mir zwar die BOs reserviert, aber die Greens, aber ich gebe die Tasche mal trotzdem ab. Also. Wir haben Gorlak und Omen und Dings müssen normal, ne? Omen and Egg. Okay. Sehe ich es richtig? 94. Also Gorlak kriegt einer. Gorlak. Und Zeig kriegt einen. Ups, falsches Item genommen. Zeig. Zack. Okay, geez. Und der Stuff ist hier gedingst. Das war ein cooler Bossfight gewesen.